Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Phoenix, wie auch immer. Bereit für den Aufbruch? Ja, Ja, wir. er wird uns begleiten. Wir müssen später noch einmal zur schwarzen Küste zurück. Aber das hat Zeit. Herrje, da haben wir einen echten Helden dabei. Nun denn, seid ihr bereit für den Aufbruch? Ja, und zwar wollen wir jetzt nach Kataia abhauen, nachdem uns jetzt ganz Imperia den Haken klebt. Ja, ich bin bereit, lasst uns Ich bin gehen. bereit. Lasst uns gehen. Gut. Der Weg nach Katai führt durch die Rote Wüste. Dort müssen wir zuerst hin. Das Portal liegt im Südosten der Stadt. Trefft uns dort, aber beeilt euch. Okay, die laufen alle. Nur Oro bleibt zurück. Link bleibt auch zurück. Gut. Der Kaiser mit seinem Bronzegiganten bleibt auch zurück. Ja, die drei laufen. Das heißt, wir laufen auch zum verschlossenen Tor. Ja, ansonsten haben wir ja gerade hier nichts zu tun. Ja, Runen irgendwann mal verkaufen. Muss ich nur gucken, bei wem. Und auch Zauber verkaufen. Windstich erhalten. Ah. Was ist Windstich? Ein Dolch. Die Anklinge hat halt auch. Die Palastwache! Steht, wo ihr seid! Zweite Gruppe! Kreist sie ein! Flieht schnell, Prinzessin! Mir werden sie nichts antun! Ich halte sie auf! Palastwachen, zurück mit euch! Ich bin Gesandter der Kartei! Da! Sie leisten Widerstand! Macht sie nieder! So viel dazu, dass sie ihm nichts antun werden. Wir müssen ihm helfen! Es ist zu spät. Los, durch das Portal, ihr Narren! Okay, aber wir sammeln erstmal ein, was noch hier so rumliegt. Oh, ein schwerer Stahlpanzer. Noch ein Sonnenlicht. Reichsmagierrobe. Stahlfeuer, ui. Meisterschützenarmbrust und so weiter. Und. Ja. Ymirs Leibwache. Damit sind wir schon mal unseren einzigen Helfer bei den Kartei los. Was doof ist. Sie sind uns auf den Fersen, lauft! Kaiserliche Hunde! Hasim, macht sie nieder! Halt, verschont sie! Die könnten uns helfen! Oh oh, mir schwant Übles. Wenn ihr Hilfe braucht, guter Mann, werden wir euch beistehen. Werdet ihr wohl still sein, Urias? Dass so viel Dummheit in eine Rüstung passt. Ach, herrje. Ich habe einen Vorschlag für euch. Meine Karawane sitzt hier fest, weil die Gazeda-Familien die Straße nach Süden blockieren. Es sind zwei Gruppen. Eigentlich waren sie immer verfeindet, aber unter der Führung der Brüder Trakan und Drokan haben sie sich nun zusammengeschlossen. Jetzt sind sie eine Gefahr für alle. Ich brauche jemand, der diese beiden Brüder aus dem Weg räumt. Ohne ihre Anführer werden die Gazeda wieder übereinander herfallen. Ich hatte beschlossen, die Anführer zu dem Steinfeld zu locken. Dort gibt es eine alte Gasfalle. Damit könnte man sie schnell aus dem Weg räumen.
Ich brauche jemand, der dorthin geht und die Gasfalle auslöst. Ihr seht mir wie die Richtigen dafür aus. Warum sollten wir für euch die Mörder spielen? Weil ihr jemanden braucht, der euch das Tor der Genies öffnet. Oder ihr sitzt fest und könnt hier verfaulen. Überdenkt meinen Vorschlag. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Trolljäger, ui. Oh, und Level Up. Also ja, die beiden folgen mir jetzt mal wieder. Und ich kann erstmal hier mein Level abgeben. Ja, 5 Punkte Geschicklichkeit brauche ich als nächstes, fürs nächste Level Up. Das wird lustig werden. Geschicklichkeit und Wendigkeit. Ja. Gut, wir packen noch ein einziges Mal ein Charisma. So. Und ab jetzt geht es nur noch in Geschicklichkeit, Wendigkeit und Stärke, würde ich fast schon sagen. Ab und zu mal auch in Weisheit wahrscheinlich. Weil Stufe 12 sollten wir erreichen. So, jetzt aber mal einen neuen Bogen ausrüsten. So. Der Adelsbogen, kann einer von euch den benutzen? Nein. Du kannst nur den 7-Töter benutzen. Der ist schlechter als der Drachenbann. Okay. Gut, willkommen in der Roten Wüste. Was sagt unser Buch dazu? Ja, das ist der Ifrit. Städten reinigen und die schwarze Küste. Durch die rote Wüste. Schlagt euch zum Portal durch. Sucht einen Platz für ein Lager. Die rote Wüste ist das Land der Hasim. Ihr solltet ein Monument suchen und hier mit dem Suchen hier ist mit Kämpfen zu rechnen. Sprecht mit Bario, dem Karawanenführer. Bario und seine Männer haben euch gegen die Soldaten des Kaisers geholfen. Sprecht mit ihm, er scheint ein Angebot für euch zu haben. Mhm. Okay, was auch immer das hier für eine Steinformation ist. Hier scheint es nicht durchzugehen. Außer wir können uns hier unten unter dem Stein durchquetschen. Nein, wir laufen einfach durch, weil wir sind cool. Oh, Fischies. Gut, ich weiß gerade gar nicht mehr, was für... Ja, was für ein Monument es hier gab. Hasim-Wache hier hinten. Ja. Vor allem, ob wir noch einen neuen Runenstein kriegen für das entsprechende Monument. Ausmerzer. Hm. Ich sehe nur, es ist sehr viel Platz hier. Trokan und Trakan sind hier. Ah, Ork-Monument. Hey, Ochse. Aber ja, so wie es aussieht, können Angriffe von vielen Richtungen kommen.
Also ja, wenn ich den Weg hier so deute, führt das hier in das Lager und hier drüben wahrscheinlich in das Lager. Von daher, wir nehmen erstmal das Ork-Monument noch nicht ein. Wir haben hoffentlich mal wieder Zeit. Ich sehe nämlich keine Spawner oder ähnliches. Ah, Keilerzucht. Und wie nett, gleich zwei orkische Runensteine. Wir nehmen natürlich gleich die höhere Stufe, die 21er Stufe. Oh, und wir haben einen Bauplan gekriegt, nämlich für die Keilerzucht. Ich habe eigentlich nie ausprobiert, was passiert, wenn ich hier. Ja, okay, man kann keine Ork-Baupläne bei den Menschen reinpacken. Oh. Ja, da war auch noch was. Hehehehe. Sortieren. Mine, dann kommen die beiden. Du kommst mal da ganz hinten. Die Wildschweinzucht kommt hier hin. Nee, der Feuerwerfer muss auch noch nach weiter hinten. So, wo ist das Schn da ist die Schmelze. Das Nahrungslager. Schnitterzelt. Feuerwerfer. Mittleres und kleines Haupthaus. Großes Haupthaus. So. Dunkle Schmiede. Oh, der Keulenschnitzer, stimmt. Gutheiligtum, das dahin und. Ah, packen wir den Zwinger hier hin, so. Also die Keilerzucht. Gut. Die größte Frage, die ich mich gerade frage, können auch Angriffe von hier oben kommen? Also das Speer hier hochgehen zum Kreis. Wie gesagt, noch ist. Ah, da hinten ist wohl die Quelle, die wir reinigen müssten. Also ja, einfach mal hier entlang laufen. Frag mich gerade, wo der Auslöser sein soll. Also ja, die Dämonen da zeigen an, dass da wahrscheinlich die Quelle ist, die wir reinigen sollen. Orks gegen die H7, das wird dann auch interessant werden. Und ja, hier unten geht's auch lang. Oh, hier sind Mumien. Das heißt, Hokans Truppen sind auch schon in der Gegend. Oh. Spawner sind bereits aktiv. Na, darunter sollte ich nie doch nicht gehen. Gucken wir mal kurz, was hier oben ist. Naja, die H7 hier sehen nicht stärker aus als die H7 an der Onyxbucht. Also schon mal vielleicht ein Vorteil.
bringen dürfte. Die großen Fragen sind halt, Lenia ist hier.